Franz Beckenbauer, seltenes Foto: Gesundheitsproblemen aufgetaucht. Aufgrund gesundheitlicher Probleme musste sich Fußballlegende Franz Beckenbauer, 77, immer mehr aus der Öffentlichkeit zurückziehen. Öffentliche Auftritte sind eine echte Rarität geworden. Doch nun taucht der Kaiser mit gleich zwei Schnappschüssen in den sozialen Medien auf. Mit Andreas Brehme, 62, Fußballweltmeister von 1990 und seiner Familie verbringt er eine gemütliche Adventszeit. Oft werde Franz Beckenbauer nach seinem Gesundheitszustand gefragt, er musste seit 2016 gleich drei Bypass-Operationen am Herzen durchführen lassen. Wie es ihm aktuell geht: Ich hatte auf einem Auge einen sogenannten Augeninfarkt. Rechts sehe ich leider nichts mehr. Damit komme ich klar. Und mit dem Herzen muss ich aufpassen, erklärte er erst im November 2022 gegenüber Bunte. Trotz aller Probleme scheint der einstige Fußballtrainer und Funktionär die festlichste Zeit des Jahres genießen zu können. Mit einem gemeinsamen Schnappschuss senden Andy Brehme und der Kaiser im Netz Weihnachtsgrüße an die Fußballfans. Das Treffen fand im Rahmen der Franz Beckenbauer Stiftung statt, deren Botschafter Brehme ist. Gemeinsam wollen der einstige Präsident des FC Bayern München und der Ex-Spieler des 1. FC Kaiserslautern Geld für Menschen mit Behinderung und Personen, die krank oder unverschuldet in Not geraten sind, sammeln. Auch Ehefrau Heidi Beckenbauer, die im Vorstand der Stiftung tätig ist, und Sohn Joel, 22, waren anwesend. Er hilft beim Akquirieren von Spenden, so der 77-Jährige im Gespräch mit Bunte. Zuletzt zeigte sich Beckenbauers Familie allein auf dem roten Teppich, wie bei der 18. Kinderlachen Gala 2022 in Dortmund am 26. November. Seine Heidi gibt der Fußballlegende viel Kraft. Sie hilft nicht nur tatkräftig im Vorstand seiner Stiftung mit, sondern habe auch noch das Management übernommen, was sie hervorragend erledigen würde, schwärmt Franz Beckenbauer. Dafür und für sicherlich noch viel mehr sei er seiner Ehefrau unendlich dankbar. Verwendete Quellen: Instagram.com, Bunte.de.